Moin Leute, Trimax hier. In dieser Episode geht es darum, wie ihr Einheiten, die Flächendamage auf Distanz machen, countert, sprich der Magier und der Bomber. Gleiches gilt natürlich auch noch für die Prinzessin, die macht ja auch Flächendamage auf Distanz. Die verhält sich aber noch so ein bisschen anders, das ist nochmal ein anderes Thema. Da wird nochmal ein einzelnes Video rauskommen, wie man die Prinzessin countert. Wir konzentrieren uns heute auf Magier und den Bomber. Es gibt drei Vorgehensweisen, wie man diese Einheiten kontern kann, und die werde ich jetzt hier nach und nach im Video vorstellen. Der Magier und der Bomber haben ja extremst viel Schaden, aber dafür relativ wenig Leben. Deswegen werden sie meistens in einer Kombination mit einem Tank davor losgeschickt. Und die erste Art und Weise, wie man den Magier und den Bomber countern kann, ist mit einem Allrounder. Ich nenne sie jetzt mal so. Allrounder wären Einheiten, die haben mittel viel Leben und mittel viel Damage, wie zum Beispiel der Ritter, der wäre jetzt das beste Beispiel. Natürlich geht da auch noch die Valkyrie, der Dark Prince, Mini Packer, Prince, der Miner würde auch gehen. Diese Einheiten müsst ihr einfach direkt auf den Magier oder den Bomber einsetzen. Also jetzt lassen wir hier einfach erstmal den Tank, den Riesen durchlaufen, setzen jetzt hier den Allrounder ein, der Ritter tötet jetzt hier ganz easy den Magier, Kobolde auf den Riesen, und dann war das hier gleich schon wieder ein sehr, sehr, sehr guter Elixir-Trade. Wie viel hat der Gegner ausgegeben? 10 Elixier, und wir haben das Ganze jetzt hier nur mit 5 Elixier verteidigt. Und jetzt können wir sogar noch unsere Einheiten in der Offensive verwenden. Also das ist die erste Taktik. Ein Allrounder auf die Flächenschadeneinheiten direkt draufsetzen. Counter-Tipp Nummer 2 wäre, ich habe es schon mal erwähnt im anderen Video, die gegnerischen Truppen surrounden, also umzingeln. Das kann man sehr gut machen mit den Skeletten, mit den Kobolden oder auch mit den Spear-Goblins. Dazu muss man aber erwähnen, dass das Surrounden bei dem Bomber und bei der Prinzessin leider nicht funktioniert. Die haben zu großen Bereich, in dem sie den Flächenschaden dealen. Aber jetzt hier direkt mal nur den Magier. Können wir jetzt mal zeigen, der Magier kommt. Ich lasse den Magier aufs zweite Feld, also ein Feld hinter der Brücke hinlaufen, setze die Skeletons genau auf den Magier rauf. Der Magier tötet jetzt hier, braucht zwei Schüsse, um die 4 Skelette zu töten, und der Tower dealt zusätzlich in der Zwischenzeit auch noch Damage, und der Magier hat es jetzt nicht geschafft, auch nur einen einzigen Schuss auf dem Tower zu landen. Also ein sehr, sehr guter Elixir-Trade. Hier jetzt das Ganze nochmal gegen den Bomber. Ich setze jetzt genauso wieder die Skelette ein. Der Bomber macht aber einen zu großen Flächendamage. Ihr seht das jetzt hier. Ich setze die Skelette genau richtig auf den Bomber drauf. Er macht so einen großen Flächendamage, dass die Skelette sterben. Er kriegt sogar noch einen Hit raus. Also das Rounden gegen den Bomber und gegen die Prinzessin funktioniert leider nicht. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit den Barbaren. Wenn man jetzt immer an die Barbaren und an den Magier denkt, denkt man ganz klar, der Magier kontert die Barbaren. Ihr seht es jetzt hier, so könnte man das falsch machen. Der Magier kriegt überhaupt kein Damage und die Barbaren sind tot. So macht man es natürlich falsch. Aber wenn man das richtig macht, hier jetzt in der Verteidigung, dann sieht das Ganze gleich ganz anders aus. Ich setze die Barbaren wieder genau auf den Magier drauf. Der Magier greift jetzt hier nur 2 Barbaren an und kriegt nur einen einzigen Hit raus. Guckt euch den Riesenunterschied an. Eben hatte der Magier überlebt mit vollem Leben. Jetzt überleben die Barbaren auch fast. Man kann sagen, mit vollem Leben. Kann jetzt wunderbar als Tank eingesetzt werden. Irgendwie dahinter jetzt noch ein Musketier oder Bogenschützen, Speargoblins oder irgendwas. Und dann verwandelt ihr eine erfolgreiche Defensive in eine sehr geile Offensive. Das macht einen Riesenunterschied aus. So, und jetzt kommen wir zur letzten Art und Weise, wie man den Bomber, den Magier, den Flächenschaden kontern kann. Und zwar mit der Quick-Drop-Methode. Dazu werde ich später nochmal irgendwann ein Video machen. Es geht einfach darum, dass man Einheiten zeitgleich, so gut wie zeitgleich einsetzt. Das kann man in vielen Variationen ausführen. Man kann das entweder einen leichten Quick-Drop machen mit Skeletons, die zum Distracten eingesetzt werden, oder man kann auch einen starken Quick-Drop machen, indem man einen Tank, einen Riesen zum Beispiel, zum Distracten einsetzt. Ich zeige es jetzt mal ganz kurz. Nehmen wir mal an, das ist jetzt die Hand, die wir ganz normal im Game haben, und da kommt ein Bomber. Die Skelette sind schlecht zum Verteidigen gegen den Bomber und die Kobolde sind schlecht zum Verteidigen gegen den Bomber. Und jetzt zeige ich euch mal hier, wie man mit Hilfe der Quick-Drop-Methode den Bomber richtig schön verteidigen kann. Ich setze die Skelette auf Distanz ein
und zeitgleich in derselben Sekunde die Kobolde in den Bomber, genau auf den Bomber rauf. Und jetzt haben tatsächlich die ganz normalen Kobolde den Bomber gecountert. Bomber kostet 3, meine Einheiten kosten insgesamt 3 Elixier. Das war eine recht gelungene Verteidigung. Der Bomber und der Magier werden natürlich nicht alleine losgeschickt. Meistens hat man noch einen Tank davor. Ich werde das Ganze jetzt hier mit der Quick-Drop-Tank-Methode verteidigen. Die gegnerische Kombination kostet 10 Elixier. Ich setze jetzt den Riesen, der distracted den Magier. Der Magier greift jetzt meinen Riesen an. Währenddessen setze ich meine Skeletons und Kobolde hinter den Magier. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Falls ihr eure Einheiten vor den Magier setzen solltet oder vor den Bomber, kann es passieren, dass der Magier nach hinten geschoben wird und nicht weiter den Riesen angreift und dann die Kobolde ins Visier nimmt. So, jetzt seht ihr das hier. Der Riese tankt das Ganze. Nur 2 Schüsse vom Magier. Also der Riese kriegt echt nicht viel Damage vom Magier. Die Kobolde und Skeletons laufen zurück, greifen sogar noch den Riesen an. Mein Riese kann jetzt ganz locker nach vorne spazieren. Funktioniert als Tank. Und jetzt kommen die Skeletons und Kobolde nach vorne. Der Gegner setzt noch Skeletons in der Verteidigung ein. Das bringt aber auch nichts mehr. Und jetzt haben wir hier einen richtig guten Elixir-Trade an den Tag gelegt. Die gegnerische Elixir-Kombo hat 10 gekostet. Meine Kombo hatte nur 8 gekostet. Ich kann das Ganze ganz locker verteidigen und zusätzlich noch seinen Tower zerstören. Also hier die Quick-Drop-Methode gegen Flächenschaden auf jeden Fall meine Lieblingsmethode und auch die effektivste. Hier jetzt nochmal ein ähnliches Szenario. Das kann man auf ganz viele Art und Weisen einsetzen. Man kann das Ganze auch gegen den Funky einsetzen. Das werde ich später auch noch machen. Hier mache ich jetzt die Quick-Drop-Methode wieder nicht mit dem Tank, sondern ich mache die leichte Variante. Ich setze die Skeletons ein, schön auf Distanz. Der Bomber greift die Skelette an. Die sind tot, das ist okay. Die Kobolde töten innerhalb einer Sekunde den Bomber. Er kriegt keinen zweiten Hit raus. Und dann laufen die Kobolde zurück zum Riesen. Die gegnerische Combo hat jetzt in diesem Fall 8 Elixier gekostet und ich habe das Ganze, ich habe zwar ein bisschen Schaden kassiert, aber ich habe das Ganze mit 3 Elixier bis dahin verteidigt. Also wieder ein sehr, sehr krasser Elixiervorsprung, in dem man da gerät. Eine weitere typische Variation wäre der Magier, die Magier-Packer-Kombination, kennt ihr ja auch alle. Und da ist jetzt hier so ein Sonderfall, falls ihr eine Lufteinheit dabei haben sollte. Der Baby Dragon eignet sich hier sehr gut. Ich setze den Baby Dragon ein. Der Magier greift den Baby Dragon an. Der Packer kann den Baby Dragon gar nicht angreifen. Greift ja nur Bodeneinheiten an. Ich setze die Kobolde ein. Die Kobolde töten den Magier und gleichzeitig distracten sie noch den Packer. Also eine unglaubliche Verteidigung. Zum Schluss setze ich jetzt hier noch Skelette. Das war wieder eine sehr starke Verteidigung. Der Gegner kommt überhaupt nicht an den Turm und wir geraten wieder in einen krassen Elixiervorsprung. Jetzt hier nochmal eine oft gesehene Kombination Riese, Funky, Magier. Ich habe ja letztens schon ein Tippvideo rausgebracht, wie man den Funky kontert. Das wäre jetzt hier nochmal so ein kleiner Einschub, wie man gerade genau speziell diese Kombination kontern kann. Also der Gegner kommt mit Riese, Funky und einem Magier. Ich werde wieder die Quick-Drop-Methode anwenden, werde den Riesen zum Distracten einsetzen. Ja, wann kommt's? Da haben wir ihn und in derselben Sekunde Skeletons und Kobolde hinter Funky und Magier einsetzen. Die gegnerische Kombination, Angriffskombination, kostet 16 Elixier. Das ist unglaublich viel. Wenn der Gegner so eine Kombination zusammenbekommt, dann habt ihr vorher schon irgendwas falsch gemacht. Aber ich konnte das Ganze jetzt hier, ich krieg zwar ein bisschen Damage, aber ich konnte das Ganze jetzt hier mit nur 8 Elixier verteidigen. Und ich spiele ja hier das Low Elixir Cost Deck. So kann man mit dem Low Elixir Cost Deck diese typische Funky-Kombination verteidigen. Falls ihr irgendein anderes Deck spielen solltet, das Ganze geht natürlich nicht nur mit den Riesen und mit den Kobolden. Ich hau jetzt hier mal ein ganz anderes Beispiel nochmal raus. Der Gegner kommt wieder mit dem Riesen und dem Funky. Ich werde wieder eine Quick-Drop-Methode anwenden. Diesmal mit den Skeletons der Valkyrie und der Minion-Horde. Funktioniert auch wunderbar, guckt es euch an. Ich setze zuerst die Skeletons. Die ziehen einen Schuss vom Funky und vom Magier auf sich. Dann setze ich die Valkyrie auf die linke Seite und auf die rechte Seite die Minion-Horde. Der Funky kriegt noch einen zweiten Schuss raus. Ja, die Valkyrie ist zwar tot, die Minion-Horde greift jetzt noch den Riesen an und das war wieder eine erfolgreiche Verteidigung. Wir sind wieder leicht in ein Elixier Plus geraten. Also diese Quick-Drop-Methode gegen den Flächenschaden funktioniert in allen möglichen Variationen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt so leicht ein Gefühl dafür bekommen.
Ihr müsst es einfach üben, ihr müsst es einfach üben, man kriegt es relativ schnell hin. Okay, das war's soweit. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Die erste Art und Weise, wie man Flächenschaden kontern kann, ihr lässt sie in eure Hälfte kommen, setzt dann einen Allrounder auf den Magier, auf den Bomber ein, wie ein Ritter, Valkyrie, Mini-Packer, alles mögliche. Die zweite Art und Weise wäre, die Flächenschadeneinheiten zu surrounden, zu umzingeln. Das Ganze funktioniert leider nur bei den Magier, bei dem Bomber und der Prinzessin funktioniert das nicht. Und die dritte Art und Weise, meine Lieblingsart und Weise, wie man die Flächenschadeneinheiten kontern kann, ist die Quickdrop-Methode. Da könnt ihr dann unterscheiden, ob ihr einen leichten Quickdrop macht mit den Skeletten oder einen schweren Quickdrop zum Distracten mit zum Beispiel einem Tank, mit einem Riesen. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kommentiert bitte, ob euch die Tipps und Tricks was gebracht haben, ob ihr sie schon vorher kanntet oder ob die neu sind, ob ihr sie in Zukunft einsetzen werdet oder nicht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Tipps und beim Gewinnen. Alles klar, das war's. Haut rein, Leute, wir sehen uns im nächsten Video.